Sehr geehrter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen, am 9. November feiern wir 30 Jahre Mauerfall. Wir feiern die Überwindung des menschenverachtenden Sozialismus, den Sieg der Freiheit, den Sieg der liberalen Demokratie und der sozialen Marktwirtschaft. Aber Freunde von den Linken, wenn ich mir euren Antrag hier anschaue, dann befürchte ich, dass ihr ein anderes Jubiläum feiern wollt. Statt 30 Jahre Mauerfall wollt ihr 70 Jahre DDR feiern. Denn ihr Euphemismus Mietendeckel ist nichts anderes als Sozialismus. Ihr Euphemismus Mietendeckel ist nichts anderes als staatlich organisierte Mangelwirtschaft, ist nichts anderes als die Rückkehr zur Planwirtschaft, von der wir froh waren, dass wir sie endlich überwunden haben. Hinzu kommt, wenn Sie sich mal ehrlich machen, dieser Mietendeckel ist die Bankrotterklärung Ihrer eigenen Politik. In allen Städten mit den größten Wohnkostenproblemen, auch Frankfurt, regieren SPD, Grüne und Linke. Wir wissen aus der Geschichte, wir wissen aus der Wissenschaft, wir wissen aus der gescheiterten Mietpreisbremse, dass solche Überregulierung wie ein Mietendeckel gar nichts bringt, aber auch überhaupt nichts. Der Mietendeckel wird die Probleme am Wohnungsmarkt nicht lösen, sondern verschärfen. Die Neubauzahlen. Berlin macht's vor. Die Neubauzahlen gehen zurück, weil keiner mehr in den Wohnraum investiert. Die Schlangen in den Wohnungsbesichtigungen werden deshalb noch länger. Statt 300, die keine Wohnung bekommen, müssen sie dann 500 in eine Wohnung regulieren. Die Klimaziele werden nicht erreicht, weil wegen des Mietendeckels keiner in Klimaschutz investiert. Und die Häuser werden vor sich hingammeln, wie die Menschen. Und die Menschen werden in Bruchbuden leben, wie zu DDR-Zeiten. Der Mietendeckel zerstört den Wohnungsmarkt. Er zerstört das Vertrauen und beendet den Neubau. Und damit schadet der Mietendeckel den Mietern. Und das ist mit uns Freien Demokraten nicht zu machen. Es freut mich immer. Die Linken, wenn sie nervös werden, kommen sie mit der AfD-Keule. Meinetwegen, ja. Leider reden wir wegen dieser ständigen sozialistischen Nonsensideen nie über die tatsächliche Ursache des Problems. Die Mieten steigen, weil Millionen Wohnungen dort fehlen, wo die Menschen leben wollen, weil der ländliche Raum ausblutet. Ich finde es schon beinahe traurig, dass ich hier in jeder Rede immer wieder erklären muss, und ich sage es gern nochmal, vielleicht bleibt es mal hängen, dass ich in jeder Rede erklären muss, Wohnungsmangel kann man nicht verbieten. Wohnungsmangel kann man nicht verwalten. Wohnungsmangel muss man beheben. Und deswegen empfinde ich es auch als umso trauriger, dass die SPD als Regierungspartner diesen Überbietungswettbewerb ja mitmacht. Ich will jetzt nicht beraten, aber liebe Genossinnen und Genossen, Sie werden doch die Grünen und die Linken nicht links überholen können. Die haben da dicht gemacht. Liebe Kolleginnen und Kollegen, statt zu deckeln, statt zu enteignen, statt zu verteuern und zu besteuern, müssen wir schneller bauen, müssen wir günstiger bauen, und wir dürfen den ländlichen Raum nicht länger vergessen. Das schaffen wir nur durch weniger Bürokratie, durch mehr Anreize, durch schnellere Verfahren, durch Planungssicherheit für Bauunternehmen, durch die Digitalisierung der Baubranche. Und das schaffen wir nur durch mehr Bauland. Und genau dieses Bauland, das wir brauchen, das liegt auf den Dachböden und auf den Dächern unserer Städte. Wir müssen dieses Potenzial des Dachausbaus heben. Wir haben als FDP das vorgelegt. 1900 hätten Sie es machen sollen. Die SPD feiert sich für Ideen, die sie nicht umsetzt. Das ist doch ein Käse. Sie verschärfen die Problematik. 1997 haben die Zeitungen getitelt: Die Mieten sinken. Herr Kollege, letzter Satz. Ich bin im Crescendo. 1997 haben die Zeitungen getitelt: Die Mieten sinken. Grund war laut Berichterstattung, weil in 3 Jahren 1 Million Wohnungen entstanden sind. So lösen wir das Problem. Alles andere ist geschichtsvergessen und ist eine Schaden für den Mieter. Das machen wir nicht mit. Vielen Dank.
Für Bündnis 90 Grüne hat das Wort der Kollege Christian Kühn.